Hallo, heute möchte ich mit euch essbares Glas machen. Dazu braucht ihr 250 Gramm Zucker und 300 Milliliter Wasser. Wenn ihr es noch färben wollt, Farbe. Ich habe jetzt in dem Fall die Gelfarbe, die blaue, genommen. Ich habe noch ein Thermostat, ich zeige euch aber auch, wie es ohne Thermostat geht. Dazu müssen wir jetzt an den Herd. So, ich habe jetzt beides vermengt. Jetzt habe ich die Herdplatte volle Pulle und jetzt rührt er so lange um, bis der Zucker sich aufgelöst hat im Wasser. Nebendran habe ich jetzt noch einen großen Pot mit Wasser hingestellt, den brauchen wir später. Und drüben auf der Arbeitsfläche habe ich noch ein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Das brauchen wir dann ganz am Schluss. So. Das möchte ich aber jetzt nicht zeigen, weil die Küche einfach zu groß ist, jetzt, um an das andere Ende zu laufen. So, ich tue es jetzt erstmal ein wenig verrühren und sobald das Wasser das Kochen anfängt, habe ich extra eine Stoppuhr neben hingelegt und werde heute mal stoppen, wie lange es denn circa dauert, bis unser Zucker heiß genug ist. Weil wir müssen auf 146 Grad erhitzen, damit der Zucker fest bleibt. Weil wenn ihr den flüssig auf jetzt halt, nur kochen lasst und aufs Backpapier legt, dann wird er nicht fest. Ich hatte gestern eine Freundin, die hat verzweifelt versucht, essbares Glas zu machen. Und für die mache ich jetzt hauptsächlich die Anleitung, weil sie mich darum gebeten hat. Da möchte ich dich trotzdem in einer Hinsicht korrigieren. Ja. Das war keine Stoppuhr, das war ein Brotzhandy mit Stoppuhrfunktion. Also ihr könnt am Anfang, wie gesagt, umrühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Aber sobald das Zuckerwasser kocht, rührt er nichts mehr um. Dann muss es nur noch blubbern. Und zwischenzeitlich werde ich immer die Temperatur messen und ich zeige euch dann auch zwischenzeitlich, wie man kontrolliert mit der Wasserprobe, das fest ist. Da braucht ihr keinen Thermostat dazu. Bitteschön. So, weil ich ja blaues Wasser haben will, färbe ich das Wasser jetzt noch mit meiner Gelfarbe. Es blubbert noch nicht. Der Schlumpfblau. Ich glaube, das reicht. Ja, jetzt fängt das Blubbern an. Jetzt starten wir. So, wir können zwischenzeitlich auch mit Temperatur messen. Also wie gesagt, 146 brauchen wir. So, wir sind jetzt bei 101,5. Ihr seht, es kühlt ganz schnell wieder ab. So, die Blubbermasse wird immer dickflüssiger, so soll es sein. Ich habe nicht umgerührt, ich lasse es einfach vor sich her blubbern. Ich habe nur mein Thermostat immer drin. Wir sind jetzt bei 119, wenn ihr seht. Die Zeit soll ich gleich. Wir sind jetzt bei 17 Minuten blubbert. Jetzt geht es relativ zügig. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ihr könnt jetzt schon mal eine Probe machen. Und zwar nehmt ihr einen Löffel voll von der Masse und tut sie ins kalte Wasser. So. Und je nachdem, wie sie jetzt rauskommt, das schauen wir gleich. Also, das ist zähflüssig, so wollen wir das Glas nicht haben. Ihr seht hier, das lässt sich ziehen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, bis es richtig hart wird, weil ihr wollt ja essbares Glas machen und keine Kaugummi-Masse. Ihr seht, das lässt sich richtig ziehen. Hier. So, jetzt sind wir gleich soweit. So, jetzt haben wir hier 144 Grad. Jetzt machen wir eine Probe, ob es auch schön hart wird. So, und klangen wir mal rein. Und jetzt seht ihr, das zerbricht. Das heißt, jetzt haben wir unser essbares Glas.
Das ist jetzt die Konsistenz, wie wir es haben wollen, wenn ihr keinen Thermometer habt. So, jetzt nehmt ihr die Masse und schüttelt sie auf euer Blech und verteilt sie. Könnt ihr schon streichen. So, wir haben das jetzt schön glatt gestrichen. Genauso könnt ihr auch zum Beispiel Bonbons oder Lutscher machen. Dann tut ihr kurz bevor ihr das aufs Blech schüttet oder in eurer Form, könnt ihr nochmal Aromastoff reintun und dann in eurer Form rein. So, jetzt lassen wir das schön kalt werden und fest werden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist der Zucker trocken, was ich gerade noch vergessen habe zu sagen. Das Ganze hat jetzt genau 22 Minuten gekocht. Und jetzt brecht ihr einfach die Scherben, wie ihr sie halt haben wollt. Ihr könnt natürlich auch mit dem Messer hier einfach brechen. Ich finde, die sehen doch ganz schick aus. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Tschüss!